Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Biomutant. Und zwar habe ich den Gizmo jetzt mit dazu eingeladen, auf die Arche zu kommen. Und wir kommen zum Ende des Spiels. Es waren jetzt nicht viele Folgen, da ich jetzt nicht jede einzelne Nebenquest und so Alle sind Helden gezeigt habe. ihrer eigenen Geschichte. Zumindest hofft das jeder. Also, wie gesagt, ich habe euch zum Stammeskrieg was gezeigt. Wie gesagt, hier diese ganzen Nebendinger, das sind eher so Nebendings da. Das sind bloß Sammelsurium. Da, Sammelsurium. Wie gesagt, der Großteil hier an Punkte ist halt Sammelsurium. Finde das Radio, Nick. Aber das werde ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Wie gesagt, wir nähern uns halt dem Ende. Wir haben alle Weltenfresser besiegt und sollen jetzt halt nun zu Steinall zurückkehren und schauen mal, was er mit uns vorhat. Steinalt sagt, dass überall die Zeichen auf das Ende der Welt hindeuten. Die Natur scheint sich auf ihre Rache vorzubereiten. Die Stunde der Abrechnung naht und du bist eingeladen. Er spürt, dass dein Ende immer näher rückt. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, wer von allen Gleichgesinnten mit Licht im Herzen einen Platz auf der Arche verdient, solltest du es jetzt tun. Dann ergreife deine letzte Chance, Lupalupin ein für allemal aufzuhalten. Der Baum hat seine Rechnung beglichen, aber deine ist noch offen. Er sagt, du musst Lupalupin ein letztes Mal persönlich gegenübertreten. Er hilft immer gerne. Wäre nicht überrascht, wenn ihr euch wie... Okay. Der Baum hat seine Rache getätigt. Aber wir noch nicht. Es ist... Der anbrechende Tag erhellt dein Leben. Sollen wir die Weltenfresser zwar aufgehalten, aber trotzdem neigt sich anscheinend das Ende. Wow. Grundprinzip hat ja unsere Mamu anscheinend das angefangen und Lupalupin hat eigentlich bloß Rache für seine Mutter genommen. Und jetzt im Grundprinzip nehmen wir ja wieder Rache für unsere Mutter. Ist halt die Frage. Der Sifu ist ebenfalls auf Rache aus. Er hat nicht vergessen, was Lupalupin getan hat. Aber er will ihn auch daran hindern, seinen Stamm anzugreifen. Nur weil die Welt scheinbar überlebt, muss er das noch lange nicht. Er hofft auf deine Zustimmung, selbst wenn es nicht deiner gutmütigen Natur entspricht.
In der Welt, die der Myriad-Stamm aufbaut, gibt es keinen Platz für Räuber. Aber er weiß, dass das dein Kampf ist, also solltest du dich darum kümmern. Lupalupins Furcht lag in seinen Fesseln, nicht in den Wurzeln des Baums. Es hat ihn verändert. Du kannst zurücktreten und es den Stamm verlassen. Alter, hat der uns zugesetzt, ne? Heftige Scheiße. Mann, was war denn die richtig gute Waffe, Verfliegstag? Die gegen den... Ah! Der Sieg ist bereit, sich ins Getümmel zu stürzen. Wirft sich das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Kommt's denn, dass ich da ständig von dir einen auf die Fresse kriege? Stirb, mein Freund, stirbt auch ein Teil von dir. Du kannst den Sifu
Boah, wie viel Schaden der einfach jedes Mal macht, ne? Jawohl. Wenn die Welt auseinanderfällt, breiten sich Schockwellen aus. Dies ist keine Prophezeiung, in der ich dir von der Zukunft erzähle. Du gestaltest sie. Eine Blüte zur Schaustellung von Macht. Nein! Eigentlich steht das scheiß Wurzel drinne. Ja, jetzt krieg ich noch einen auf die Fresse. Boah. Viel zu dicht, viel zu dicht. Je mehr er tut, desto stärker wird er. Boah. Entschuldigt, wenn ich nicht rede, ne? Ich konzentriere mich halt gerade. Wer der wahre Feind ist, auch das nach seinem Leben.
Entschuldigt, dass ich halt nicht rede, ne? Aber ich bin halt total konzentriert. Scheiße. Das habe ich jetzt gefeilt. Nee. Ich mache das Ganze halt auf Fernkampf, weil es halt einfach besser ist. Weil der ist so da. Hat er gesehen, wie viel Leben der mir jedes Mal abzieht? Und so zu Ende. Der Räuber und die Welt selbst leiden, doch wenigstens bedeutet dies, dass beide noch leben. Boah. Halleluja, das war ein Kampf. Also das erste Hier Mal geht gegen es ihn. eindeutig um Leben und Tod, und nur du kannst eine Entscheidung treffen. Ja, das ist halt schwierig, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das einmal so und dann schaue ich, dass ich ein Video hochlade, wo ich euch zeige, wo ich das andere mache. Ich würde sagen, Ruhe in Frieden, ne? Eine angenehme Überraschung. Der große böse Räuber ist tot. Das wollte ich auf gar keinen Fall verpassen. Ich denke, was wir hier wirklich brauchen, ist jemand mit einem Herzen und einer Seele. Hier gibt es nur noch die, die ihren Verstand verloren haben. Herz und Seele, Leben und Tod sind ein Faden. Zwei Seiten einer Medaille. Nur ist meine Seite eben viel besser. Tja, jeder bei Verstand kann sehen, dass du verloren bist. Aber du hattest recht mit dem Faden. Leider ist er sehr dunkel und durchzieht alles. Freunde, Eltern und jetzt sogar ein weiteres Leben. Alle treffen Entscheidungen, doch am Ende machen einen die eigenen Entscheidungen aus. Es gibt keinen Frieden ohne Vergebung. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um eine helfende Hand zu ergreifen. Aber ich glaube, der ist jetzt ganz tot, also. So wie es scheint, ist er halt tot, ne? Fragst du dich, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du die Dinge anders gemacht hättest? Nach links statt nach rechts zu gehen, ein Ja anstelle eines Nein? Du bist auf dem schmalen Grat zwischen Überleben und Katastrophe gewandelt und hast dein Gleichgewicht noch nicht verloren. Durch dich haben der Baum des Lebens und die Welt eine zweite Chance erhalten. Du hast das Licht in eine dunkle Welt getragen und einen Ort geprägt, der Veränderungen brauchte. Du hast dich mit dem Myriad-Stamm verbündet und nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller gehandelt. Doch Licht und Dunkel symbolisieren lediglich die Gegensätze des Lebens. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Dies ist nicht das Ende. Allein die Präsenz der sich heilenden Natur wird einem neue Kraft geben. Die Natur wird allen beibringen, zu überleben. Also vertraue darauf, dass dein Gewissen dich leitet, und alles andere wird folgen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt hier noch zu Ende. Weil da hier eine neue Folge anfangen, lohnt sich in meinen Augen halt nicht, ne?
Wie vorhergesagt, war es dein Schicksal, die Ketten dieser Welt zu trennen. Aber du bist nicht allein. Diejenigen, die deine Überzeugungen teilen und dein Vertrauen gewonnen haben, werden dich auf deiner Reise begleiten. Gibt es da draußen eine Welt, die besser für jemanden mit einer Neigung zur hellen Seite geeignet ist? So oder so, deine Geschichte wird aufgezeichnet, damit jene, die danach kommen, erfahren, dass du deiner hellen Seite gefolgt bist und die Welt gerettet hast. Alles in allem war es doch ein ungewöhnliches Ende. Was könnte besser sein, als die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen, sie zu deinem Ende zu bringen? Dem Anfang von etwas Neuem. Ja, das war's. Das Spiel ist zu Ende. Ne? Ja. Hat mir auch zum dritten Mal Spaß gemacht, es zu spielen. Die anderen zwei waren damals PS4 Platin. Ne, ich glaube, ich brauchte dafür sogar nur einen Durchlauf. Also sind das jetzt, glaube ich, hier. Also habe ich das Spiel zweimal durch, sagen wir es mal so. Einmal auf PS4 komplett platiniert. Und hier auf der PS5 habe ich jetzt zwar nicht auf Platin. Weil mir jetzt etwas fehlt, das heißt, ich müsste das Spiel halt nochmal anfangen, was nicht so schlimm ist. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, auch bei diesem Projekt bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ich würde sagen, wir hören uns dann und schreiben uns dann, würde ich sagen, in dem nächsten Projekt oder ihr schaut euch einer meiner älteren Projekte an. Alles wird über die PlayStation aufgenommen und über Share Factory Studio bearbeitet. Ich schneide nichts, ich bringe wirklich durchgängig, bis auch wenn es manchmal kann es vorkommen, dass ich dann doch schneide. Aber halt mehr selten. Ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Projekt. Ciao, ciao, bis dann.